und herzlich willkommen zu einer neuen Info-News aus dem TruckSMP oder beziehungsweise auf der Webseite von TruckSMP. Ja, das Update ist nun da, ging relativ zügig, habe mich ein bisschen gewundert, aber gut, jetzt geht's los. Hier, TruckSMP Support für die Version 1.47, meine Damen und Herren. Wer TruckSMP nicht kennt, ich glaube, viele müssen es kennen, oder? Über 5 Millionen registrierte User hier schon. Holla die Waldfeder, geht ganz schön was ab. Und aktuell über 3.300 User online. So, wir gehen mal ganz kurz rein, nur dass ihr es mal seht. Ihr seht hier zum Beispiel ganz viele LKW-Fahrer, die hier natürlich on the road sind. Jetzt bin ich schon fast rausgefahren. Oh ja. Und ich sage immer ganz klar, der TruckSMP hier in dem Fall in Stuttgart ist, glaube ich, das neue Kirkenis. Würde ich mal schwer behaupten. Warum würde ich das behaupten? Weil, jetzt muss ich bloß mal schauen, dass ich richtig fahre. So, blinken wir mal links. Denn, was hier natürlich richtig genial ist, ist ja die komplette Stadt Stuttgart. Das muss man auch schon mal sagen. Ne? Und was hier, man muss fast noch sagen, noch geiler ist, ist ja eigentlich die Baustelle. Das ist, sag ich mal, das Nonplusultra hier in Stuttgart. Das will ich euch nochmal kurz zeigen. Bin mal gespannt, wie viel das da los ist. Denn ich denke, da wird ganz viel los sein hier. Ne? Aber das gucken wir uns jetzt einfach mal an. Jetzt einfach hier so am frühen Abend. Fahren wir mal runter jetzt hier. Trailer habe ich jetzt keinen dabei. Ist aber auch Bockwurst, darum geht es jetzt nicht. Sondern wir wollen einfach mal gucken. Nur mal schauen. Wer vor allen Dingen für die Leute, die es nicht kennen. Also ich finde dieses Update, die 1.47, finde ich absolut mega genial geworden. Finde ich richtig, richtig geil. Da ist richtig was geboten. Nicht nur unabhängig von den ganzen Unebenheiten auf der Straße, sondern einfach generell, wie es einfach gemacht ist. Ne? Wenn man hier einfach so runter guckt hier, finde ich einfach nur mega. Und dass jetzt natürlich die ganzen neuen Städte auch mit dabei sind, haut es natürlich hier nochmal einen raus. Ne? Also es macht halt, ich habe zumindest das Gefühl, dass sich das jetzt alles sehr stark auf Deutschland konzentriert, das ganze Fahren. Durch die neuen Städte, Frankfurt, hier Stuttgart, Nürnberg und Erfurt. Ne? Das ist das, worauf die Leute so richtig Bock drauf haben. Ne? Dieses alles Neue, das Überarbeitete, das ist das alles, was irgendwie gerade so ein bisschen rockt, irgendwie habe ich das Gefühl. Ne? Und dadurch, dass SDS das jetzt natürlich alles neu gemacht hat, ja, ist es jetzt natürlich hier so ein bisschen das Nonplusultra, ein bisschen in Deutschland rumzukurven, vor allen Dingen durch diese neuen Städte hier. Und ja. Aber wir gucken jetzt mal runter jetzt zur Baustelle, für die Leute, die es noch nicht gesehen haben. Bin mal gespannt, wird bestimmt ein Arsch voll los sein. Aber gucken wir jetzt einfach mal. Wir fahren jetzt hier mal rechts, aber jetzt auch rechts fahren hier. Jetzt müssen wir aber, das sind mal die richtigen Kandidaten, du hier. Links fahren, aber ja, genau, ja, komm mal zu, ich bin ja nicht so, ne. Aber sieht man jetzt immer ganz schön. Ich finde den TruckSMP, finde ich eigentlich richtig genial. Das muss man eigentlich schon mal ganz klar sagen. Warum finde ich es genial? Weil du einfach hier mit Massen an Leuten fahren kannst. Was mir nicht gefällt, muss man auch immer ganz klipp und klar sagen, dass sich der ein oder andere nicht an den Verkehrsregeln hält. Das ist das, was mich eigentlich so ein bisschen stört. Und klar, wir haben Admins, ja, haben wir, auch eine Menge. Aber ich glaube, aufgrund der ganzen Masse ist es nicht zu bewerkstelligen, das alles irgendwie unter den Hut zu kriegen, dass man sagt, oh, der eine steht da, der andere steht da. Oder auch dieses typische, ich tue jemand irgendwie reporten oder so und sagen, ja, hier, guck mal, der hat mich weggeschossen oder ist auf der falschen Straßenseite gefahren oder. Das ist natürlich auch nicht ganz einfach. Das funktioniert nämlich auch nicht immer. Das ist natürlich auch ganz klar. Jetzt muss ich aber hier wahrscheinlich, genau, ich muss jetzt hier rechts hoch, genau hier. Und dann geht es hier rüber und dann zeige ich euch hier nochmal die Baustelle. Ui, jetzt fängt es mich schon ein bisschen, ne? Gucken wir mal. Ruckeln tut nichts hier. Gut. Schauen wir mal, was wir an Leute da haben. Hier haben wir 25, ist eh noch nicht viel. Aber wenn da mal so ein Event kommt, hier irgendwie Baustellengedöns fahren nach Stuttgart hier am Ding rein, ich glaube, dann ist hier die Hölle los hier, ne? Absolut Tohuwabohu, ne? Aber warte mal, ich könnte mir gut vorstellen, dass da was kommt, gerade was Baustellen und so betrifft, ne? So, Sunbelters, das ist ja die super geile Mega-Baustelle, was SDS hier gebaut hat. Ey, finde ich einfach nur genial. Also ich weiß nicht, wie sie auf das gekommen sind, aber das ist endlich mal eine Baustelle, die voll sowas von Sinn macht. So, das Tor ist auf, einfach reinrammeln. So, jetzt fahren wir hier mal schön runter und da stehen schon ein paar Kandidaten oder sie versuchen da zu stehen. Ui, auch da, das finde ich auch immer mega geil, wenn die Jungs versuchen sich hier irgendwie, hier auch mal ganz, ganz spannend. Hier sieht man es. Na, mein Freund, danach, wie du da rauskommst, ist mir ein Rätsel, aber egal, Bockwurst. Wo soll man hier? Ach hier, genau. Da kommt mir einer entgegen hier. Da muss man ein bisschen aufpassen, da steht noch einer quer. Da musst du dann natürlich aufpassen hier, ne? Eieieiei. Aber es hat schon was, ne? Steht da einer? Nee, ne? Gut. Dann kannst du nämlich hier schon. Achso, gut, das ist weg. Ist das noch gar keine Kollisionszone? Anscheinend noch nicht, ne? Nee, ne? Also kollisionsfreie oder Kollisionszone? Kollisions. Oh, aufgegangen beim Arktos. Hui. Jetzt kommt mir hier einer entgegen. Ah, danke. Siehst du, der fährt wenigstens auf die Seite. Sehr nett.
Dankeschön. Aber der hat aber auch ein Ding dran hier, ne? Ach so, warte mal. Und dann kannst du hier logischerweise deine Fracht holen. Komm ich hier rein, ja, ne? Also alles. Ja doch, kannst du ganz normal reinfahren, ne? Das geht. Ah, super. Schönes Ding. Und dann kannst du hier runterfahren und dann dementsprechend hier deine Fracht abholen. Mega geil. Ist ganz schön was los hier. Ne? Und wer dann fertig ist, fährt dann praktisch oben über die Brücke wieder zurück. Schöner Volvo übrigens hier, ne? Muss man auch mal sagen. Ne? Das finde ich immer ganz gut, wenn die Jungs auch mal was anderes fahren, außer Scania. Das finde ich dann immer sehr, sehr, sehr hübsch eigentlich. Ne? Weil die meisten fahren einfach Scania, oder? Würde ich jetzt mal schwer behaupten. Sieht man so am meisten hier, ne? So, hier auch. Ich finde es einfach mega. Die ist richtig, richtig gut geworden hier, diese 1,47, ne? So, jetzt fahren wir da wieder hoch. Hui, mit Schmackes. Schieben wir den Actros nochmal hoch hier. Ich muss ja eigentlich fast vorbeifahren. Bleibt mir gar nichts anderes übrig. Ich kann ja hier vorbeifahren. Das ist ja das Gute. Dann hier wieder rauf. Da hat sich aber jemand hier mit der Geschwindigkeit ein bisschen vertan, ne? Oh, hier neue Passage. Gut, das kennt er natürlich im Multiplayer noch nicht. Aber nichtsdestotrotz ist es einfach mega geworden, ne? Alles, was man hier so sieht. Aber ich finde es jetzt geil, wie schon gesagt, 1,47 jetzt hier frisch auf dem Tisch. Könnt ihr dementsprechend dann hier probieren, ne? Truck SMP jetzt hier frisch auf dem Tisch. So, gut. Handbremse und gut ist. So, gucken wir uns nochmal von oben an. Also ihr seht, hier ist auch schon ein bisschen was los hier. Ich könnte mir gut vorstellen, dass am Abend hier nochmal richtig Tohuwabohu ist. Aber dazu dann halt mehr, ne? In den nächsten Tagen, wenn ihr wahrscheinlich dann am Wochenende hier on the road seid, ne? Gut, also, da wisst ihr schon mal Bescheid. Das Update ist jetzt da für die 1,47. Nichts mehr Beta, nichts mehr, nichts mehr. Damit schätze ich mal irgendwann die nächsten Tagen dann auch mal die Pro-Mods kommen. Und ja, warten wir einfach mal ab, ne? Dann wisst ihr jetzt schon Bescheid. Falls ihr noch Fragen habt zum Truckers MP, dann dürft ihr es natürlich gerne machen. Ihr müsst euch, wie schon gesagt, für die Leute, die es nicht kennen, müsst ihr euch da registrieren, einen Account erstellen und dann ist es relativ easy. Da gibt es auch einen Download, da müsst ihr euch ein Programm runterladen und über das startet ihr dann diesen Multiplayer hier, ne? Dann könnt ihr mit euren Freunden schön on the road gehen, ne? Falls noch Fragen sind, einfach kommentieren. Ansonsten Daumen da lassen, Abo für den Kanal, nicht vergessen, die Glocke drücken und dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend. In diesem Sinne, viel Spaß mit Truckers MP. Macht's gut, bis bald und adios.